Der Weihnachtsmarkt in der Ortschaft Ebendorf hat eine lange Tradition. Jedes Jahr trifft man sich mit Kind und Kegel am Dorfgemeinschaftshaus und genießt mit Nachbarn und Freunden die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Die verschiedenen Vereine haben unterschiedliche Angebote vorbereitet, die sich letztendlich aber alle an den Gaumen und den Magen richten. Frische Waffeln! Erstmalig hier vertreten der erst Anfang November gegründete Kinderförderverein Ebendorf. Auf dem Stand kann man Büchsen werfen oder kegeln und die Vereinsmitglieder, schon zur Gründungsveranstaltung waren es 22, diskutieren über ihre Ziele. Ja, unser großes Ziel ist die neue Kindertagesstätte, die wir natürlich hoffen mit zu unterstützen, dass das alles ein bisschen vorangeht und dass wir dort natürlich auch Frau Schuchert in ihrer Arbeit erstmal mit fördern und unterstützen können. Und der Kinderförderverein, es gibt im ganzen Landkreis nur 5 vergleichbare Initiativen, will sich nicht nur um Kindergartenkinder kümmern. Also die über 18-Jährigen, da müssen wir mal langfristig schauen, aber es ist unser Ziel, nochmal die ganze Jugend mit in den Kindergarten, also wieder mit zu integrieren in die Gemeinde überhaupt. Und dass wir wieder einfach die Gemeinschaft wieder etwas fördern, dass wir auch unter den Vereinen wieder mehr zusammenzuarbeiten versuchen. Dass wir dahin einfach wieder, das ist unser größtes Ziel. Mit dem Anspruch, für jede Zusammenarbeit offen zu sein, kommt dem Verein die Adventszeit gerade recht. Denn hier auf dem Weihnachtsmarkt ist es sicherlich leichter, bei einem Glas Glühwein Mitstreiter für die anspruchsvollen Ziele des Vereines zu gewinnen.